Als eine Friseurin die Haare eines armen, gemobbten Schulmädchens durchkämmen sollte, machte sie eine erschreckende und ungewöhnliche Entdeckung. Hannah hatte bereits eine schreckliche Tortur hinter sich, aber was sie an diesem Tag sah, veranlasste sie zu reagieren und Gerechtigkeit zu suchen. Hannah Combs war ein Mädchen wie jedes andere. Sie war 15 und freute sich darauf, nach den langen Sommerferien die Schule zu beginnen. Viele von Hannahs Freunden hatten sie davor gewarnt, wie die Highschool in Harker Heights, Texas, wirklich war. Die Schule hatte den Ruf, Erstsemester zu schikanieren, und sie sagten ihr, dass das Leben für sie nicht einfach sein würde, wenn sie zu den wenigen Unglücklichen gehörte, die zur Zielscheibe wurden. Doch Hannah war ein starkes, mutiges und unabhängiges Mädchen und verdrängte die Sorgen, die sie vielleicht hatte, aus ihrem Kopf. Sie war ein geselliger Mensch. Niemand würde sie ablehnen. Den ganzen Sommer hatte sie von einer romantischen Begegnung mit einem der Jungs von der Schule geträumt. Andererseits wusste sie auch, wie Jungs sein konnten. Wenn sie nicht perfekt war, würden sie einfach ein anderes Mädchen finden, das so war. Also übte sie jeden Tag mit ihren Haaren und Make-up, bevor sie zur Schule ging. Ihre Haare waren ihr liebstes Merkmal und sie war so stolz darauf, wie sie aussahen. Wenn sie einen Jungen beeindrucken wollte, war das ihre Geheimwaffe. Im Laufe des Sommers hatte sie viele Marilyn Monroe-Filme gesehen und gestaunt, wie schön das Pin-Up-Model und die Schauspielerin war. Damals war sie wirklich der Inbegriff von Schönheit. Als Hannah das letzte Mal zum Friseur gegangen war, hatte sie ihn gebeten, ihr blondes Strähnchen zu machen. Glücklicherweise stimmte die Friseurin zu und machte sich daran, Hannahs ohnehin schon schönes Haar zu verändern. Sie gab ihr sogar ein paar Tipps, wie sie ihre neue Frisur pflegen kann und wie sie sogar gegen die Kopfläuse vorgehen kann, die kürzlich in der Schule ausgebrochen waren, falls sie das Pech hat, welche zu bekommen. Am Morgen ihres ersten Schultages war Hannah schon früh auf den Beinen, um sich fertig zu machen, das perfekte Outfit auszusuchen und ihre Haare so zu stylen, wie die Stylistin es ihr gezeigt hatte. Sie legte Make-up auf und war endlich bereit für den Tag. Kurz bevor sie zur Tür hinausging, bewunderte sie sich im Spiegel. Sie wollte nicht großspurig klingen, aber Hannah wusste, dass sie gut aussah. Es vergingen 2 Wochen und noch immer hatte sie keine Aufmerksamkeit von den Jungs bekommen. Die ersten 2 Wochen waren sogar richtig langweilig. Auf der einen Seite war es gut, dass sie nicht gemobbt wurde, auf der anderen Seite wünschte sie sich ein bisschen Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn sie sich so viel Mühe gab und jeden Tag gut auszusehen. Hannah und ihre beste Freundin Betsy liefen täglich durch die Gänge und hielten Ausschau nach potenziellen Jungs, die sich für sie interessieren könnten. Aber sie wurden bitter enttäuscht. Als sie draußen standen, um zu plaudern und sich über die mangelnde Aufmerksamkeit der Jungs zu beklagen, kam jemand hinter Hannah und brachte ihr makelloses Haar durcheinander. Sie drehte sich wütend um und sah sich einem Jungen gegenüber, den sie zuvor noch nie gesehen hatte. Er nannte sie eklig und lachte laut, bevor er wegging und sagte, dass sie nicht mehr so gut aussieht. Als Krönung nannte er sie noch einen Loser. Hannah war fassungslos. Warum hatte er das gemacht? Ja, sie wollte Aufmerksamkeit von den Jungs, aber doch nicht so. Um die Wahrheit zu sagen, war Hannah kurz davor, in Tränen auszubrechen. Ihr Haar war nicht einmal zu sehr durcheinander, es war nur nicht so makellos wie sonst. Aber ihr Stolz hatte einen schweren Schlag erlitten. Die anderen Kinder standen herum und starrten sie an. Einige lachten sogar und zeigten auf sie. Aber sie hielt die Tränen zurück und ging weiter, während Betsy sich bemühte, ihr Haar zu glätten. Aber als die Minuten vergingen, begann Hannahs Kopf sich seltsam anzufühlen. Er juckte und es fühlte sich an, als würde sich etwas in ihrem Haar bewegen. Außerdem war da ein heißes, stechendes und brennendes Gefühl. Betsy schaute plötzlich auf und sagte Hannah, sie solle ihr Haar nicht anfassen und sofort zur Schulkrankenschwester. Besorgt bat Hannah um eine Erklärung, aber Betsy zerrte sie aus der Klassenzimmertür in Richtung des Büros der Krankenschwester. Es war klar, dass etwas nicht stimmt. Schon als sie das Büro der Krankenschwester betraten, sah die Frau sehr besorgt aus. Sie sagte Hannah, sie solle sich hinsetzen und versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei und dass sie alles in Ordnung bringt. Das starke Brennen hielt an, aber Hannah hatte keine Ahnung, was los war. Selbst als die Krankenschwester Betsy schickte, um den Schulleiter zu holen, wusste sie immer noch nicht, was passiert war. Sie geriet in Panik und Tränen liefen ihr vor Sorge über das Gesicht. Der Schulleiter kam, sah sie an und ging zurück in sein Büro, um Hannahs Vater anzurufen. Jetzt hatte sie wirklich Angst. Innerhalb von 10 Minuten standen Betsy, die Krankenschwester, der Schulleiter und Hannahs sehr wütender Vater um sie herum und sahen sich den Kopf an. Der Junge hatte eine riesige Menge Superkleber in ihr Haar getan. Er musste es hineingespritzt haben, als er es verfuscht hatte. Der Industriekleber verursachte chemische Verbrennungen auf ihrem ganzen Kopf. Es waren Verbrennungen ersten Grades. Als Betsy nervös erklärte, was passiert war, verstand Hannah plötzlich, was passiert war, und das Brennen wurde schlimmer.
Es war wirklich ein intensiver und glühender Schmerz. Ihr Vater verlangte, zu dem Jungen gebracht zu werden, der das getan hatte. Aber der Direktor sagte ihm, dass er sich selbst drum kümmert und riet ihm, seine Tochter ins Krankenhaus zu bringen. Hannas Vater eilte mit ihr in die Notaufnahme. Er war wütend, dass jemand seine Tochter so behandelt hatte. Er hatte früher in der Armee gearbeitet und hatte keine Geduld für solche kindischen und unreifen Streiche. Vor allem nicht für solche, die körperlichen Schaden anrichten. Die Tatsache, dass seine geliebte Tochter so viel Schmerz und Leid erlitt, brachte sein Blut in Wallung. Deshalb wandte er sich an die Medien, nachdem er Hannah ins Krankenhaus gebracht hatte. Er war wütend, dass das passiert war und empört, dass die Schule nicht bereit war, den Jungen, der das getan hatte, zu bestrafen. Er verlangte, dass Anzeige erstattet wird, und das war erst der Anfang. Andere Eltern wurden auf die Geschichte aufmerksam und machten einen Aufstand, und der betreffende Junge erschien nicht mehr in der Schule, blieb unauffällig. In der Notaufnahme untersuchten die Ärzte Hannas Kopf. Sie hatte tatsächlich chemische Verbrennungen ersten Grades von der Superkleberattacke erlitten. Hannah war am Boden zerstört. Die Schmerzen waren furchtbar. Sie fühlte sich gedemütigt und verletzt. Und zu allem Überfluss war auch noch ihr bestes Stück, ihr Haar, ruiniert. Es gab keine Möglichkeit, den Kleber zu entfernen. Also war die schnellste und einfachste Möglichkeit, einen Teil ihrer Haare abzurasieren. Das brach Hannah das Herz und sie hatte keine andere Wahl. Sie war am Boden zerstört, aber sie schwor sich, das Beste daraus zu machen. Einige Wochen später waren die Verbrennungen gut verheilt. Aber jetzt gab es noch ein anderes Problem. Ihr Kopf juckte und fühlte sich an, als ob sich etwas bewegt und krabbelt, als ob Insekten da wären. In der Annahme, dass es an der Heilung ihrer Haut lag, versuchte sie es zu ignorieren. Aber bei ihrem nächsten Besuch im Friseursalon wurde ihr alles klar. Als die Friseurin anfing zu kämmen, wurde der Juckreiz fast unerträglich. Sie sagte der Friseurin, sie solle aufhören, was sie auch tat. Sie kannte Hannas traurige Geschichte und wollte ihr nicht wehtun. Aber es waren nicht die Verbrennungen. Das Mädchen erklärte ihr das seltsame Gefühl der Bewegung, weshalb die Friseurin etwas genauer hinsah. Als sie Hannas Haare öffnete, stieß sie einen kleinen Schrei aus. Was sie sah, war wirklich erschreckend. Ihr Haar war dicht mit Läusen übersät. Der Befall war schlimmer als alles, was sie je gesehen hatte. Es stellte sich heraus, dass der Junge, der ihr Sekundenkleber ins Haar getan hatte, ihr auch noch nah genug war, um Läuse weiterzugeben. Sie hatten wochenlang geschlummert und jetzt waren sie geschlüpft. Leider konnte Hannah wegen der Verbrennungen am Kopf nicht das spezielle chemische Shampoo nutzen, das normalerweise verwendet wird, um einen solchen Befall loszuwerden. Bis ihr Kopf genügend verheilt war, würde der Befall noch schlimmer werden. Aber Hannah wollte das Risiko nicht eingehen, also musste sie die Wochen abwarten. Der Juckreiz machte sie wahnsinnig, aber schließlich waren die Verbrennungen so weit abgeheilt, dass sie das Shampoo endlich benutzen konnte. Zum Glück bekam sie die Läuse nach dem Benutzen des Shampoos in den Griff. Als sie völlig frei war, machte Hannah einen weiteren Termin, um sich die Haare stylen zu lassen. Schließlich startete sie eine Petition, um den Mobber dazu zu bringen, sich öffentlich bei ihr zu entschuldigen. Außerdem zwang sie die Schule, ihn formell zu suspendieren und ihn für ihre Arztrechnungen und ihr emotionales Trauma zu entschädigen. Sicher, das würde den Schaden, den er angerichtet hatte, nicht wieder gut machen. Kein Geldbetrag würde das je wieder tun, aber es war Hannas Schlag gegen ihn. Sie hatte das Selbstvertrauen, aufzustehen und etwas dagegen zu tun, und sie war wirklich stolz. Jetzt bist du an der Reihe. Was hältst du von dieser Geschichte? Hast du jemals unter Mobbing gelitten? Wie immer freuen wir uns, deine Meinung zu lesen. Also, schreib sie in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.